Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Train Simulator. Wir sind heute unterwegs mit dem Train Simulator Classic. Das ist jetzt so das, ja, ich sag mal, letzte Rebrand, was der Train Simulator so erhalten wird, um auch so ein bisschen dem Alter Respekt zu zollen. Ist auch schon 12 Jahre her, seit das Spiel hier auf dem Markt ist. Und genau, deswegen ist es eben ein Bizzard Train Simulator Classic. Es ist nochmal enthalten, ein ganzes Set an Routen, wie wir das auch so von den letzten Rebrands der letzten Jahre kennt. Unter anderem die Strecke von Leipzig nach Dresden über Riesa. Das ist quasi eine Streckerweiterung von Dresden-Riesa, wo es dann durch bis Leipzig geht. Das Ganze auf einer kompletten Map. Und das werden wir heute einmal abfahren im RE50 im ersten Teil. Und heißt, es gibt dann auch noch einen zweiten Teil. Ich werde das jetzt mal hier dann so machen, dass wir das quasi heute mal alles in einem machen. So, genau. Fahren tun wir hier mit dem Talent 2. Ich werde gerade schon mal die Türen und sowas alles aufmachen, dass wir schon mal, ne, alles betriebsbereit haben. So, der Richtungswende, dann PZB und SIFA an. Das sind Zugspitzensignale. Da gucken wir mal nach hinten. Ja, okay, Leute steigen ein. Wunderbar, dann gucken wir mal ganz kurz auf die Map. Stehen jetzt hier tatsächlich Fahren von Leipzig nach Riesa. Und von dort aus seht ihr auch schon, da geht die Map dann tatsächlich auch nochmal weiter durch bis Dresden. Ihr seht auch schon im Video, wie lang die Folge wird. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich habe nur die Szenario-Abschätzung. Auf jeden Fall ist das jetzt quasi zu einer großen Map geworden. Wir haben jetzt hier auch noch den S-Bahn-Bereich auch noch mit dabei. Den werden wir zwar tatsächlich nicht abfahren. Wir fahren direkt hier über die Hauptstrecke. Aber das ist auf jeden Fall erstmal der Plan, den wir heute haben. Ich würde auch nochmal ganz kurz ein kleines bisschen das uns den Bahnhof nochmal anschauen. Das ist ein bisschen schöneres Wetter. Wir stehen einfach auf Gleis 21. Das ist halt auch krass. Also ist durchaus einiges an Gleisanlagen. Da steht auch einiges an Fahrzeugen hier im Bahnhof. Genau, und heute eben mit dem RE50, den wir heute fahren werden. Talent 2. Ist, soweit ich das gelesen habe, auch tatsächlich gewesen. Also, ne, passt auch tatsächlich so halbwegs auf die Route. Hier, ich glaube, wir haben einen asymmetrischen. Wenn wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 1. Zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5-teiliger Talent 2. Und hinten haben wir den 1, 2, 3-teiligen. Okay. Das war ja, irgendwie mit der Bahnsteiglänge sind wir da ungefähr auf Maximum. Also falls wir da an Kapazitätsgrenzen kommen, können wir da nicht mehr ganz viel machen. So, auf jeden Fall Abfahrt, Türen sind zu. Dann wollen wir mal... Ich habe nicht nochmal aufgemacht. Ich wollte schon mal nochmal aufgemacht, dann müssen wir nochmal eine kleine Runde warten. Naja, gut, so ist das halt eben. Ja, mal einsteigen, Ausfahrt haben wir schon. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, also auf jeden Fall schon mal der Rest alles eingestellt. Ja, okay, gestörte PCB, ich hoffe mal nicht. Mal ganz kurz den Innenraum, das ist der hier. Und jetzt piepsen wir jetzt, sollten wir dann aber auch einmal los hier, Wunderbärchen. So. Dann geht's ja immer los für uns und ich heiße alle Fahrgäste hier recht herzlich willkommen im RE50 auf unserer Reise nach Dresden über Riesa. Wir wünschen dir natürlich allen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt dann in Kürze Leipzig-Engelsdorf. Oh, nee, das war okay, Hauptsignal. Das passt. 60 haben wir gehabt. So, müssen ein bisschen aufpassen. SIFA nicht vergessen. Okay, das heißt, für mich ist die Strecke auch komplett neu. Ich bin auch tatsächlich Dresden-Riesa noch nie gefahren. Und dazu ist gleich auch noch die Streckenerweiterung. Also ich denke mal, da sind wir echt einiges unterwegs. Abzweigen tut er auch zusätzlich, glaube ich, noch irgendwie so eine ICE-Strecke. Das ist so ein bisschen was Parallelfahrendes, wo wir heute auch nicht noch mit dabei sein werden. Das heißt, da ist durchaus ein bisschen was an Fahrzeit da. Also tatsächlich mal mit eines der längeren Strecken. Ab da haben wir dann 80. Okay.
Auch nicht schlecht. So. Wunderbar. Genau, da sehen wir auch schon da links im Display. Doppeltraktion. Haben wir eben. Oh je, 80 hatten wir, ne? Nicht ganz so schnell werden, vielleicht. Und dann haben wir jetzt tatsächlich mal eine schöne, schöne lange Reise hier vor uns. Das könnte ich ja ganz theatralisch sagen. Und der Train Simulator hat eine ganze lange Reise hinter sich. Ja, tatsächlich, nachdem es ja in den letzten Jahren immer weniger Content zum Jahreswechsel gab, natürlich auch nicht zuletzt, weil, ich sag mal, engine-technisch sind wir da jetzt dann auch durchaus mal, ne, da nagt der Zahn der Zeit durchaus dran. Und ich sag mal, also das große Nachfolgeprodukt ist ja tatsächlich Train Sim World, hat natürlich einen anderen Fokus, hat ganz andere Möglichkeiten als das Spiel hier. Natürlich mit Unreal Engine und sowas, da hat man dann durchaus mehr Möglichkeiten, teilweise im Szenario überhaupt noch um einiges weniger Möglichkeiten. Aber es hat zumindest ein bisschen zukunftsweisend, deswegen hat man sich jetzt eben hier dafür entschieden, das Ganze mit Train Simulator Classics zu betiteln. Ansonsten ändert sich halt tatsächlich nicht viel. Also es werden halt weitere Strecken kommen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Dovetail Games selber da jetzt vielleicht nicht mehr so viel selber machen wird, aber man kann halt natürlich trotzdem noch auf Content von anderen Streckenerstellern hoffen. Also das heißt ja immer nichts. Und genau, so, jetzt gucken, also noch ein paar Kilometer, okay. Muss ich immer ein bisschen kleines Auge drauf haben. Genau, so. Und damit haben wir so abgefrühstückt hier irgendwie mit dem, mit den Änderungen sind auch noch ein paar andere Strecken enthalten, für die ich, sag mal, ich mich jetzt aufgrund des Fokuses dann tatsächlich nicht ganz so interessiere. Also ich glaube, wir haben da natürlich nochmal den Klassiker irgendwas Amerika und in UK. Ja, auf jeden Fall ist hier das so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, die Route, weil das halt eben eine Routenerweiterung ist und ja, damit so ein bisschen schon so der Signature-Part. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen kurze Leipzig-Engelsdorf auf Gleis 1 zur Ausstieg und Fahrt Richtung rechts. So, mal langsam hier in die Bremsung. Boah, das sollte, glaube ich, soweit passen, wenn wir da mal ein bisschen mehr noch drauf geben. Muss auch ein bisschen mehr das Bremsverhalten hier gewöhnen. Talent 2. So, natürlich dann auch an die entsprechenden Bahnsteiglängen. Das ist erst nach vorne. Ja, ein bisschen rantasten. Später können wir da dann, ich sag mal, hochoptimierte Bremsmanöver durchführen. So, die auch ohne Streckenkenntnis immer so. Naja, ja, piept auch immer gleich so arg. Ich sag mal, erstmal das aufblinkende SIFA-Symbol, das sieht man halt kontrastmäßig nicht sonderlich gut. Das heißt, im Zweifel müsste er dann bei mir immer auf das akustische Signal warten. Aber schon die Bahnsteige sind halt echt nicht lang. Also das ist jetzt, ich halte das tatsächlich mal komplett, also noch so ein bisschen Ticken raus, dass die Tür auf jeden Fall auch noch reinpasst. Hier, erste. So. Genau, erste Tür ist locker drin. So, dann wollen wir ganz kurz gucken. Okay, ja, da macht ihr nochmal nicht auf. Ich glaube so viel. Ich sehe da einen Zug. Genau, tatsächlich sogar die passen für die S-Bahn gefärbten dreiteiligen Talent 2. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl, das sind andere Modelle auf jeden Fall. Die sind so wesentlich wesentlich performancefreundlicher als das, was wir jetzt da immer hatten. Also, ich muss tatsächlich sagen, da bin ich jetzt mehr oder weniger schwer begeistert, wie gut man den hier auch als KI rumfahren hat. 1442 jetzt hier, genau. Ah gut, aber es ist echt knapp mit dem Bahnsteigen. So, wir haben Abfahrt. So. Also, scheinbar müssen wir nicht vorne rausgucken ein bisschen, aber ja, auf jeden Fall ein klein wenig Acht geben. Könnt auch gerne 9 geben, falls das euch lieber ist von der Zahl her. Gut, jetzt haben wir einen schlechten Witz gedroppt. War auch nicht schlecht. So, komm, da ziehen wir jetzt mal ein bisschen los hier. Oh, da reicht es auch schön mit den. Achso, man kann nicht so gut rausgucken. Schade.
Industrieanlagen, also ein bisschen Güterbahnhof-mäßig. Okay. So, groß sind ja alle zugestiegenen Reisende hier im E50. Auf unsere Fahrt nach Dresden wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt dann. Was? Borsdorf. Okay. Warum nicht? So, entzieht sich jetzt leider auch komplett mal meiner Streckenkenntnis hier. In der Ecke bin ich jetzt tatsächlich wirklich noch nicht gewesen. So, 160 haben wir ja VMAX hier. PZB. Oh, da vorne ist aber irgendwas. Okay, ja, das ist ein paar Kilometer vorher. Was haben wir denn da? Ich kann schon mal langsam... 80. Oh, wir müssen aber gut runter hier. Nein, das war die... Ah. Ja, okay. Ist natürlich dann schwierig, den Punkt zu treffen, ab dem dann die Notbremse zieht. So, genau. War jetzt nämlich echt knapp. So, auf die 85 da runterkommen. Ne, okay, war gar nicht so knapp. So, dann tuckern wir da mit 80. Wird wohl irgendwas sein. So, ja, wie gesagt, so, mit dem Bremsen müssen wir noch ein bisschen gucken. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen an den Kürze Borsdorf auf Gleis 2, der Ausstieg. Vermutlich wahrscheinlich eventuell in Fahrtrichtung rechts. Also ihr dürft euch echt auf der SIFA-Getröde dürft euch halt echt freuen. Das ist entweder dass ich hier dauernd präventiv zu oft das Pedalhammer oder halt dann einmal zu selten. So, gut, ich glaube, wir können ein bisschen langsam. Oh, das ist hier drüben. Ah, okay. So, ganz da drüben. Nee, das ist hier. Okay, er ausstieg tatsächlich in Fahrtrichtung rechts. Ja, sag mal jetzt. Und wahrscheinlich immer wieder Knabinski, was das hier, wie das hier aussieht, ne? Ja. Jo. Ist aber knapper als gerade eben. So, wir müssen auf jeden Fall so hier halten. Ja, eindeutig. Da schau da hinten ein bisschen raus. Naja, so ist es. So. Da haben wir auch schon Ausfahrt. Okay, da sind wir so schon mal ein bisschen auf der Seite gelandet. Wahrscheinlich auch noch nicht wirklich weit. Na, wo sind wir denn? Okay, da. Gut, verglichen natürlich dann mit der S-Bahn. Durchaus ein wenig Strecke, aber... So, und zu damit. So, ein bisschen zügig rausbeschleunigen hier. Ich weiß ja nicht, wie der Fahrplan ist. Wir haben jetzt auch nicht immer so lange gehalten. Das heißt, so, vielleicht ist ja doch nicht sonderlich viel Zeit dazwischen. Naja, so ist es. So, und ja, die jetzt so gestiegenen Fahrgäste wollen wir recht herzlich begrüßen. Heißen hier im E50. Unser nächster halt dann in Kürze Wurzen. Witzig, so, wir haben ja hier wahrscheinlich dann aber 160, ne, wenn wir... Hat diese Strecken? Ja. Für uns zumindest. 160. Okay, das heißt, hier ist dann auch noch Schnellfahrstrecke. Da zweigt sich... Okay, es ist später, ne? Okay, es ist dann wirklich erst dann irgendwie in dem Teil. Da hat man hier nochmal ein bisschen... Ah, stimmt, da genau, ich erinnere mich. Die ein bisschen nordöstlicher führende Route dann da. Von der Transimworld 2 Strecke. Die sind wir nämlich schon mal gefahren. Da bin ich echt mal gespannt, weil das heißt, wir haben dann dort tatsächlich echt einen... Ich sag mal, signifikanten, also der Teil ist ja dann wirklich gedoppelt in beiden Simulatoren und da kann man sich dann da echt mal so ein bisschen anschauen, ob und wer da wie wo so seine Stärken hat. Ja,
Ne? Also kann man da gerne mal vergleichen. Ich wollte deswegen auch schon lang mal Dresden Riesa für den Train Simulator spielen, weil ich da tatsächlich die Train Simulator 2 Umsetzung cool finde. Da bin ich tatsächlich ein Freund von, vor allem dann von der S-Bahn, hier in dem Doppelstockwagen teilweise, finde ich immer ganz cool da tatsächlich. Vor allem, weil man da so schön simulieren kann, du stehst halt auf, du guckst aus dem Fenster und sowas, also ist schon ganz cool. Dann bei der Abfahrt, hier kannst du das dann halt simulieren mit, ich gucke halt so raus. Aber ist halt irgendwie eine ganz coole Sache, dass man dann da tatsächlich rumlaufen kann. Also bei sowas, finde ich, spielt dann auch tatsächlich Train Simulator 2 so ein bisschen seine Stärken aus. Was dann so die Komplexität und die Möglichkeiten an den Szenarien und sowas angeht, da ist man dann auf jeden Fall, denke ich mal, hier gut aufgehoben. Ja, ne, so weit, so gut. Sollte ja, glaube ich, auch bekannt sein, dass die Koexistenz ja tatsächlich jetzt nicht nur so ist, weil viele Leute dann irgendwie sagen, ja, ich bleibe jetzt nur noch beim Train Simulator, sondern dass es auch tatsächlich vielleicht so ein bisschen ja, weiß ich nicht, gewollt ist, hat halt beides so seine Stärken. Die ist auch nicht so sonderlich cool. Die bei den Bahnsteigen, ja, passt das ja halbwegs. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt der Artikel war, den ich da vorher mal ganz kurz gelesen habe während der Installation, wo es wirklich darum ging, dass hier die Talent 2 dann doch ganz gut gefüllt sind zu den Hauptverkehrszeiten. Ja, hat man das Problem dann halt irgendwie sonst über Doppelstockzüge mittelfristig nur hätte lösen können. Weiß ich jetzt echt nicht, wie aktuell da die Meldung ist. Ja, piep, piep. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde das irgendwie schon ganz knuffig, wenn man da so asymmetrische Zugzusammenstellungen hat. Also hat, finde ich, ist es schon irgendwie knuffig. Ist halt nicht aber das Maximum, was du hier hinkriegst. Man hat ja irgendwie 2-4 Teile oder sowas. Aber wenn man das hier gehabt hat, finde ich, ist irgendwie schon immer ganz cool. Das ist ja aber auch bei den Talent 2, die, ich sag mal, ehemals Abellio gehört haben. Raum Stuttgart tatsächlich, RB17 Gedöns oder so, was das immer war. Da waren auch, glaube ich, tatsächlich mal ungleich lange Talent 2 dann irgendwie gekuppelt im Einsatz. Ja, so oder so ähnlich. So weit ist es denn noch nicht, dass ich irgendwie vorbeifahre. Oh, 4,9 Kilometer. Ja, ja. Der hat aber auch, kann es sein, dass er auch einen sehr kurzen Siefahrt-Timer hat? Oder ist das wieder nur, male ich mir das dann irgendwie nur im Kopf so aus? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich rein subjektiv. So, ich hoffe, der Fahrplan toleriert das, dass ich jetzt nicht noch bei den 160 bleibe, schon so ein bisschen ganz langsam gediegen ausrolle. So, Hauptsignal, nächstes Hauptsignal und dann wird es ein wenig langsamer. Oh, da vorne blinkt auch schon was. Okay, müssen wir eben ein bisschen hier ein bisschen reduzieren. Was haben wir denn da? 60, okay. Ja. Wenn alles der durch die Gegend trödelt hier. Bin neulich in Omsi jetzt ganz viel Ibiko gefahren. Der hat auch mal die ganze Zeit Geräusche gemacht. Ja, das ist ja sehr akustisch fordernd. Das ist es ja auch gerade. So, da haben wir dann nochmal den verkürzten Abstand, dass wir das nochmal sehen. Ja, wahrscheinlich dann, wenn hier irgendwie Halt ist oder so, ist das, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache. Kann man dann so schon ein bisschen den Fahrstil drauf einstellen. So, liebe Leute, und wir erreichen jetzt einen Wurzeln auf Plattform 2. Oh, okay. Starkes Minütchen zu spät. War da? Ja, okay. War kein kombiniertes Hauptvorsignal. Und wenn dann nicht mit irgendwas zu beeinflussen, dann ja, gut. Vielleicht dann schauen, dass wir demnächst so ein bisschen mal stärker die Geschwindigkeiten da ausnutzen.
Und vielleicht ein bisschen später bremse ich. Ich meine, jetzt habe ich das schon an ein paar Stationen gemacht. Oh, guck mal nochmal die S-Bahn hier. Ist das jetzt eine Überholung? Was haben wir hier? Aha, wahrscheinlich ein Triebwagen, ne? 100 Meter. Ne, wir sind ein bisschen mehr auf jeden Fall. So, das hier sieht nach unserem Haar aus. 160 Meter. Ja. Und auf die Tür. So. Genau. Soweit ganz gut. Anweisung passt noch. Ist aber erst um 18 Abfahrt. Ja gut, dann haben wir tatsächlich ja genau die Standzeit da irgendwie. Sind wir jetzt am rumbringen. Ich finde aber, das Grau steht denen auch echt gut, muss ich sagen. Die S3. Kann man auch, glaube ich, auch alles fahren, ne? Also. Oh, ja, gut, Abfahrt, ne? So, da war natürlich auch hier noch alle zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich willkommen heißen im R50 auf unserer heutigen Reise nach Dresden. Wünsche dir eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt, Küren. Dann irgendwann mal. Naja, komm. Der Wortwitz, der liegt so nah, den mache ich nicht. Nee. Herzlich willkommen zu den Top 10 Städtenamen, die sich am besten als Wortwitz eignen. Und Platz 1 wird verliehen in Küren. Aber wir den Gewinner. Okay. Ist ja schlecht. Weißt du, wenn mir auch noch mal erklärt, der wird dann wesentlich besser. Okay, wie schnell dürfen wir denn jetzt hier? Sind wir wieder auf? Ne, immer noch bei 80. Er hat leider die Star, man kann sagen. Kennen mich halt leider nicht aus. Hier noch kein Buch, Vorplatte oder so drin liegen. Wie viel Kilometer? Okay, 5,6. Muss immer ein bisschen drauf lügen. Weil ich halt sonst, wie gesagt, ganz gerne so viel wie möglich ohne User Interface fahre. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht, ich mag jetzt nicht ganz so rum. So, heißt dann wahrscheinlich, hat man sich dann hier auch irgendwie dann den, na gut, sieht man auch an den verlegten LZB-Kabel. Natürlich teilt man sich dann hier auch was mit dem Fernverkehr. Bloß hier, so wird das wahrscheinlich jetzt nicht wirklich viel Sinn ergeben. Deswegen wird da schon recht viel los sein. Vermutlich kann man auch deswegen dann den Takt jetzt nicht sonderlich stark erhöhen, wenn hier viel los ist. Gibt es halt auch in vielen Bereichen, da muss man ein bisschen was über Zugkapazitäten machen. So, ah ja, okay. Nochmal ordentlich was an Strecke hier, ne? So. Geht das irgendwie zu steil bergauf oder? Ne, Küren, okay. Ist aber auch so mitten im Nix. Einfach nur ein Haltepunkt dann wahrscheinlich, ne? Komplett ohne Signal. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen da so ein schönes. Achtung, da kommt ein Haltepunkt-Täfelchen. Sonst würde ich mich ja dann, wie gesagt, auch irgendwie ganz an den. Ja, okay, ich bremse aber einfach mal. Sonst würde ich mich dann ja auch an den Kilometer orientieren. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Boah, ist aber schnuckelig hier. Also so traurig, wie es klingt tatsächlich. Mir gefallen jetzt, also die eher jetzt natürlich neu herausgekommenen DTG-Strecken, muss ich sagen, gefallen mir jetzt irgendwie immer besser. So vom
Erscheinungsbild her, wenn man das so mit früher vergleicht, so. Boah. Oh, wir sind schade, dass jetzt so die das Ende der Ära eingeleitet wird. Also ich meine, ich bin ja vergleichsweise spät zum Train Simulator gekommen. Okay, das Haar ist ein bisschen nach dem Bahnsteig. Das hat bestimmt seinen Grund, ne? So. Gut. Deswegen hat's. Wobei, wir hätten ja schon noch ein bisschen. Naja, so intensiv wird man jetzt auch nicht nach vorne machen müssen. Aber hätte bisher mal ganz gut geklappt mit dem Anhalten. Nee, also ich bin immer relativ frisch, zumindest was diese starke Begeisterung angeht. Hab ja vor, weiß ich, glaube ich, mit dem 15er oder sowas mal angefangen. Also, zumindest jetzt, was den Train Simulator per se angeht. Natürlich davor den MSTS oder sowas. Haben wir natürlich schon auch irgendwie gespielt. Aber ich sag mal so, dass ich mich jetzt wirklich auch ein bisschen dafür so noch mehr begeistere als sonst. Das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Ja. Deswegen finde ich das auch erst so langsam ein kleines bisschen rein. Ich weiß, ein bisschen spät. So Fahrplan. Ach, hier war es wirklich ein bisschen. 23, wir hätten jetzt erst da sein müssen. Oh gut, dann habe ich wohl dann davor immer ein bisschen getrottelt und bin jetzt ganz zügig gefahren. Oder der Fahrplan ist einfach nur sehr generös. Das kann natürlich auch sein. So, zu damit. Und Abfahrt. Oh, hi. Ja, muss sein. Jemand ist an dem Talent 2. Das ist jetzt nicht mehr das Performance-Monster. Das ist einfach eine andere Ausstattung. Das ist doch aber auch eine andere Ausstattung. Ich habe echt keine Ahnung. Also, bin denn dafür, muss ich sagen, auch viel zu wenig gefahren im Train Simulator. Auf jeden Fall wirkt das auf mich wesentlich smoother. Und ich glaube nicht, dass jetzt, also ich vertraue da schon mal drauf, wenn gesagt wurde, man hat es nicht für eine Engine oder so geändert, dann nicht, dass das jetzt irgendwie so die krasse, das krasse Boah, der Talent 2 läuft jetzt super Update war. Also, glaube ich jetzt mal nicht. Von daher wird das wohl irgendwas am Fahrzeug. Irgendwas am Fahrzeug sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht treffen auch gerade irgendwelche anderen Kräfte so aufeinander, dass das... ach ja, weiß ich doch auch nicht. Kann man sich bestimmt irgendwie rational erklären, vermute ich mal. So, wir müssen langsamer hier. Haha, sicher gesehen. Ja gut, ich habe auch gerade zufällig auf unser digitalen Tacho da vorne geguckt und da ist es mir dann doch aufgeblinkt, aber hey. So, für uns ist hoffentlich das grüne Licht da vorne. Nicht das ganze gelbe und rote da, das ist irgendwie nicht so schön. So, sehe aber auch eher wie so eine geschlossene Plattform. Aber es ist schön. Mir gefällt das gerade irgendwie außerordentlich. Ich finde das so vegetationstechnisch so. Also, ich sag mal, ich bin jetzt leider nicht der Typ, der jetzt so Sachen wie Gleisbau oder sowas großartig gut beurteilen kann. Da bin ich aber auch ganz ehrlich und sage, ich kann das nicht beurteilen. Deswegen, ja, ich bin dann eher so Typ Ausgestaltung und Hauptsache, ich sag mal, keine groben Schnitzer bei den Gleisen. Aber ich glaube, das war jetzt in der letzten Zeit irgendwie eh sowieso weniger ein großes Thema. Ja, aber wie gesagt, da kann man jetzt auf einer ganz tiefen Detailtiefe bestimmt auch irgendwie drüber abnerden, aber das ist... Jeder hat da so ein bisschen seinen anderen Fokus. Das ist auch so ein bisschen das Interessante an der Community, die halt, ich sag mal, sich überhaupt für Simulationsspiele interessiert. Also da hat jeder so ein bisschen seinen anderen Fokus, für den er sich interessiert. Leute, die sind eher so mal Betriebsgeschehen interessiert, also die planen das auch wirklich ganz gerne, erstellen so Fahrpläne, Fahrzeugeinsatz, das kann man jetzt natürlich sowohl auf den Train Simulator als auch zum Beispiel auf den Omsi oder sowas mappen. Leute, die so gerne ein bisschen Modellbahnanlage bauen, spielen, also dann im Map-Editor unterwegs sind, Leute, die gerne fahren. Also man hat so viele verschiedene Fokusse deswegen und das halt irgendwie so unter einen Hut zu bringen, dass da jeder so ein bisschen auf seine Kosten kommt. Also ich bin halt wirklich Typ fahren und spielen. Und von daher muss, ich sag mal, für mich
eine Karte einen optischen Anspruch haben und auch so, ich sag mal, von den Szenarien, die man dann fährt, einfach so ein kleines bisschen Spannung und Abwechslung bieten. So, das ist so mein Fokus. Das sieht jetzt immer noch ganz grün aus da vorne. Aber das ist das Vorsignal. Nach dem Hauptsignal sollten wir mal schleunigst gucken, dass wir langsamer werden. Gut, gut. So, sehr gefallen. Wir erreichen Kürze Dahlen. Ja. Naja, Hauptsignal war, ne? Der trödelt auch noch lang nach, nachdem ich gedrückt habe. Also es ist nicht immer so, ihr könnt jetzt dann nicht irgendwie anfangen, meine Reaktionszeiten messen und denken, oh, Josh ist aber voll langsam, ey, wird er langsam alt. Ja, nee. Er trödelt dann trotzdem noch ganz schön lang nach. Da kann ich dann auch nicht so viel für. Ja, genau. Es klackt ja auch immer ganz kurz. Also so schlimm ist das meine Reaktion auch nicht. Jetzt gerade in der Anfahrt auf dem Bahnhof, da schaut man halt natürlich ein bisschen eher auf die Strecke. Und ein bisschen weniger da unten drauf. Ich sag mal, aber das mit dem Sifa ist bestimmt halt ein Thema, wenn du das halt wirklich tagtäglich machst, da geht das dir so Fleisch und Blut über, da immer mal tipp, tipp, weg und sowas. Also das kriegt man dann schon irgendwie hin. Aber ich sag mal so, als jemand, der das jetzt nicht so oft macht wie ich, ist das durchaus ein bisschen anstrengend. So, der baitet mich wieder. Ich würde gerne das Signal da sehen, weil das wahrscheinlich, ich sag mal, von der Aussagekraft her das nächste Hauptsignal widerspiegelt. Gute Frage. Das hat, glaube ich, nichts mit Abfertigen zu tun. Wer denn diese grüne Kreis da, diese Kelle so symbolisiert? Dann ist es halt wirklich, soll ich anfahren oder nicht? Möglich. Joschmutmaßung.de. Josch hat keine Ahnung. Ja, es ist halt ein Klassiker. Ich dachte, da steht ein, dass so ein Graffiti und der Prellbock da. So. Und da ist er weg. So, mal ein bisschen aufgepasst auf der Strecke. So, und die Rolle hier zugestiegen. Fahrgäste wollen wir recht herzlich begrüßen. Heißt an Bord dieser heutigen Fahrt im R50. Wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt dann Oschatz. Könnte ein schwäbischer Ausruf irgendwie sein. Oschatz. Weiß es, glaube ich, auch recht dialektübergreifend möglicherweise. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt das, was jetzt nur auf bei so Ausrufe mit O am Anfang oder so ist. Weiß ich nicht, ist doch eher süddeutsch, oder? Keine Ahnung. Ich bin bei sowas wie Dialekten, Regionalitäten, weiß ich jetzt nicht. Wäre vielleicht nicht ganz so bewandert. Ja, Josh, wandern tut man auch immer nur regional unterschiedlich. Ja, das stimmt. Schickt mal jemanden, der irgendwie sonst nur, ich sag mal, sehr ebene Wege gewohnt ist, dann mal eben in die Berge zu wandern. Das ist dann schon ganz lustig. Ja, ich sag mal so, ich bin ursprünglich selber also eher so Typ Mittelgebirge und wenn es aber wirklich richtig steil wird, dann ja, auch ganz spannend, aber kriegt man auch irgendwie ganz gut adaptiert. Oder natürlich, ja, Josh, wandern ist sowieso Schmutz, mache ich. Ja, ja, jetzt. Oh. Ja, Sifa-Getröte heute. Ich lerne aber auch nichts dazu. Naja. Einfach hier sitzen. Oh, guck mal, hier sind die reservierten Plätze. Warum auch immer mal das im Regionalverkehr tun sollte. Ja, vielleicht zum Pendeln halt, ne? Aber ansonsten. Jetzt ist Sitzplatzreservierung einzeln für den Regionalzug. Das ist ja auch sehr. Naja. Also schon im Fernverkehr manchmal Leute davon zu überzeugen, dass man den Platz reserviert hat, ist spannend.
meistens hilft es, wenn über dem Kopf von denjenigen dann auch noch die Reiseroute von einem selber steht und er schon ein paar Stationen sitzt. Aber im Regionalverkehr, ach, weiß ich nicht. Und vor allem, wenn direkt der Platz dann daneben frei ist, also ist dann, glaube ich, echt sowas für Pendlerzüge und weniger was für, ich mache da mal irgendwas. Denn vor allem, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein integriertes Ticket buche, also ganz normal das Fernverkehrsticket mit Nahverkehranteil, lassen sich ja auch die, ich sag mal, prinzipiell Reservierungs-, also die Regionalzüge, die man jetzt reservieren könnte, lassen sich doch irgendwie auch nicht reservieren. Also werden zumindest nicht automatisch mit reserviert. So, sämtlicher Fernverkehr wird ja, wenn möglich, reserviert, aber die Nahverkehrszüge, auch jetzt bei dem hier, wenn wir den jetzt angucken, man hätte den jetzt mit drin im Reiseplan, ich glaube, der wäre jetzt erstmal, zumindest aus der normalen Bahn, die eben Buchungsmaske, steht der jetzt als nicht reservierbar drin. Glaube ich. Aber es ist auch wieder nur so ein, wir müssen ein bisschen stärker hier. So, das ist aber auch nochmal so eine These von mir. Habt ihr gehört, du kannst das dann notfalls irgendwie im Reisezentrum oder am Automaten oder so machen. Aber meine Güte. Also irgendwo hat es dann auch, weiß ich nicht, Grenzen. Aber ich kann das ja zumindest in mehr oder weniger rein Pendlerzügen, wo du nämlich jeden Tag dann irgendwie den gleichen Sitzplatz hast. Aber weil du irgendwie genau, ach, waren 80, nicht 60, ja? Ups. Tut mich sorry. So, oh Schatz, Gleis 3 haben wir dann gleich. Jetzt wieder ein paar Sekunden da liegen lassen auf der Strecke. Ja, Josh, kannst du dir nicht mal eine Zahl merken, ja? Zwischen 6 und 8, das schon war jetzt anstrengend, sich zu merken. Hat auch, wie ihr gesehen habt, nicht wirklich funktioniert. Okay, dann ist das ja schon bald, ne? Mit 80 zu befahren, eine Weiche. So, da rechts sollten wir nicht hin. Da endet ein bisschen die Oberleitung. Machen wir auch nicht. Gut. So, und da bleibt bei 80. Dann wahrscheinlich für die Ausfahrt hier. Könnten wir jetzt natürlich, also, hier wäre jetzt möglich, dass eine Überholung durchgeführt werden würde. Und der Bahnsteig sieht länger aus, wenn ich ehrlich bin. Hm. Wesentlich. Ja. Aber generell muss ich sagen, kritisch, wenn man Bahnsteige halt so knapp plant, weil ich es jetzt auch immer wieder erlebt habe, dass wenn dann halt irgendwie durch Baumaßnahmen oder sowas halt eine Reduktion von einem Takt oder so erfolgen muss und du dann halt einfach nicht auf längere Züge oder so ausweichen kannst, weil es halt ein paar Stationen dann halt einfach nicht funktioniert, ja, ist halt auch nicht so cool. Außer du machst es dann halt irgendwie wie die AVG im Raum Karlsruhe, die dann da einfach mal eine Station nur für die ersten beiden Türen gebaut hat und bei einer Doppeltraktion dann da halt einfach der Rest vom vorderen Wagen und der hintere Wagen komplett außerhalb vom Bahnsteig hängen, dass dann Ausstieg halt nur vorne möglich ist, aber es ist halt, ich sag mal, bei den Stadtbahntriebwagen halt möglich, aber hier in dem Betrieb halt wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich umzusetzen. Also mit Bahnsteiglängen zu geizen, ich glaube, auf lange Sicht ist immer ein Fehler. Also da, wo es baulich halt vielleicht nicht anders möglich ist, ja. Aber jetzt aus Kostengründen, auch wenn ich irgendwie gefühlt unfassbar viele Bahnsteige kenne, die früher mal länger waren und bei denen es einfach ein Teil nicht mehr, also bei ab irgendeiner Rundumerneuerung wurde dann irgendein Teil vom Bahnsteig einfach gar nicht mehr mit renoviert oder so und dann steht dann halt irgendwo mal so ein, ab hier kein Durchgang mehr und der Rest wuchert dann so ein bisschen vor sich hin, aber du siehst halt echt noch eindeutig, dass das früher mal Bahnsteig war. Es sind dann aber auch teilweise echt halt, wo ist immer die Bahnsteiglänge jetzt bei weitem nicht mal ausgenutzt wird. Aber jetzt bei sowas hier, dass man wirklich sagt, nur so einen Dreiteiler und einen Fünfteiler, finde ich schwierig. Ja, oder man muss es halt dann irgendwie versuchen, über den Takt zu lösen. Ne, ist schwierig. Ist generell alles schwierig. Geh doch dick zum Monitoring. Da gibt es Leute, die werden dafür bezahlt, dass sie das alles planen und besser machen. Ach ja. So, dann waren natürlich nochmal hier alle zugestiegenen Fahrgäste recht herzlich. Oh, schon mal hieß er. Krass. Recht herzlich willkommen heißen in unserem ER50. Wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster halt dann Riesa. Jetzt müssen wir doch aber bald wieder auf
Streckengeschwindigkeit kommen, oder nicht? Schon doch falsch. 160. Da. Wo sind wir? Da sind wir. Da haben wir den ersten Teil, ne? Wie gesagt, dann hinter uns. Aber Josh hat ja gesagt, ich wollte es in der Folge hier tatsächlich mal die komplette Strecke zeigen. Ergo. Man endet ja wahrscheinlich, wir fahren also genau auch wirklich den Zug los, also den 16 Uhr in Leipzig-Dresden, den RE50, und das heißt, da gibt es auch genau einen Teil, der hierbei anschließt, und ich werde das dann einfach so machen, wenn ich wahrscheinlich, hoffentlich, eventuell nicht vergesse, das dann rauszuschneiden. werden wir uns dann einfach dann direkt nach dem Ausstieg hier in Riesa dann da wieder sehen. So, mit, weiß ich nicht, eventuell wahrscheinlich dann mit dem gleichen Zug. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass auf so einer Strecke zwischen zwei so relativ großen Städten, dass dann ab da irgendwo in der Mitte mal so ein Wagen abgekuppelt wird oder so. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Bietet sich ja dann halt meistens an, wenn man dann jetzt nicht zwei große Städte miteinander verbindet, sondern dann, wenn dann halt irgendwo, wenn der Zug dann gefühlt hat, mit dem Nichts endet und ab irgendeinem Punkt dann halt einfach nicht mehr den Fahrgastansturm hast auf der Linie, bietet sich sowas an. Oder natürlich Flügeln, also Flügelverkehre. Wenn dann halt jeder Zugteil sich irgendwo anders dann aufmacht, habe ich auch tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe ja schon erzählt. Ach, das ist eine gute Frage, ne? Man produziert so viele Videos. Neulich mal bei S-Bahn Stuttgart unterwegs gewesen. Und da wird ja die S6 mit der S60 zum so Werktags, glaube ich, halt eben zusammengeführt. Und genau, da hatte ich mal so eine Zugtrennung tatsächlich hautnah miterlebt. Also ich saß auch tatsächlich sehr, sehr close zum Führerstand vorne. Und das Interessante war halt, dass da, ich sag mal, das war so eine Einweisungsfahrt von einem wahrscheinlich gerade noch sich in der Ausbildung befindlichen Fahrschüler. Und ach, das war halt eben cool, ne? Weil du hast also zum A natürlich alles mitbekommen, Fahrdienstleiter, bla blub und so weiter, also auch die ganzen Tipps und so, über die Strecke geredet. Also fand ich echt ganz spannend, so ein bisschen bei dem Betrieb dann da so über die Schulter zu gucken. Vor allem, weil ja die 423 ja auch, die sind ja auch durchgehend dann verglast. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ich erinnere mich da auch gar nicht mehr so genau dran. Ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Aber war irgendwie eine ganz coole Erfahrung tatsächlich. Dann mal so die ganze Anekdote irgendwie mitzubekommen und das dann alles nochmal ein bisschen erklärt zu kriegen, ist schon ganz cool. So, wie geht's hier? Jetzt kein LZB-Kabel mehr. Ist ein Grund. Das ist nur noch 160. Ja, okay, dann wird wohl hier sowieso. So, und dann wird es auf Anfahrt auf Riesa befinden und ich dann mal schon mal in meinem gecheateten Buchfahrplan unten erkannt habe, dass immer mal 120 sind. Können wir ja schon mal runter, damit uns dann der nächste Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Jetzt habe ich das auch. Tatsächlich ist es auch gefallen dort bei der Fahrt. Das fand ich ganz spannend. GPA war, ja gut, die Abkürzung habe ich so weit hergeholt. Jetzt wusste ich ja auch, wo auf der Strecke da so ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt liegt. Also, ja, genau, das war so ein. Haben wir ja sowas hier überhaupt? Gucken wir mal, das ist Bus 1, 80, da müssen wir dann PZB'n. Nee. Oder ist das ein bisschen näher an den 120? Ich weiß gar nicht, ist der optional oder nicht? Also, die Überwachung ist dann immer nicht genau die Zielgeschwindigkeit, aber zumindest mal eine Annäherung dran. Also 80 hat einen Bus. Er sieht es aber nicht danach aus, als ob wir hier irgendwie. Mit 80 sind wir immer ein bisschen drunter, aber. Ja, so, liebe Fahrgäste, wir erreichen dann in wenige Minuten Riesa auf Plattform 2. Dort haben sie bestimmt Anschluss in viele verschiedene tolle Himmelsrichtungen. Und sie werden gar nicht merken, dass wir uns gleich quasi irgendwie ein bisschen anders, aber doch irgendwie wieder an derselben Stelle hier einfinden.
So, einfach mal die 80 wirklich gut halten hier, sonst könnte das wahrscheinlich fahrzeittechnisch wieder knapp werden. So, ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen. Okay. Und da dürfen wir dann einmal anhalten. Okay. Gut, gut. Also vielleicht haben wir noch Zeit irgendwie, weiß ich nicht. Naja, ich trotzdem Zeit für nichts. So, Kollege für die Gegenrichtung sehe ich hier. Wenn er nur als Einzelner unterwegs. Also scheinbar hier in-game ist das mit den vielen Fahrgästen noch nicht so angekommen, scheinbar. So, wollen wir mal gucken. 160 Meter. Da zieht er unserem Haar aus. So, natürlich auch 500 Hertz. Ja, ach, wunderschön. Passt einwandfrei. Gut. So. Türchen einmal auf und ja, ehrlich gesagt, sehen wir uns doch ganz organisch mit einem fantastischen Wechsel, den man bestimmt nicht merken würde, gleich im nächsten Teil wieder. Oh, ja, ECE, die Einfahrt, die schauen wir uns noch an. Mal gucken, ob der dann gleich auch nochmal da ist. ECE. Okay, so. Ach, wir haben ja ein bisschen Aufenthalt. Ja, okay, 45. Gut, hat die Türen aufgemacht. Ich glaube, jetzt ist dann der spannendste Teil irgendwie getan. Wir machen aber den Cut und sehen uns einfach gleich wieder. So, da sind wir auch wieder kurz bereit vor der Abfahrt. Irgendwie der Kollege hier scheinbar so ein kleines bisschen weiter vorne gehalten. Der hat das da wohl scheinbar nicht ganz so interessiert mit dem Haartäfelchen da. Da habe ich vorgehalten. Ja, ja. Wie viel Platz wir da hinten haben. Na, na, na. So, gleich ist Abfahrt. Die paar Minütchen haben wir ganz gut rumbekommen. So, haben wir alle drin. Und Türen schließen. Wunderbar. So, achso, gut. Ist natürlich auch wie von Zauber halt natürlich. Die PZB-Überwachung weg. Huch. Da muss ich wohl gar nicht da gefühlt in langsamen Fahrt an das Hauptsignal vorziehen. Ach, das ist echt ein Problem, wenn hier nicht Fahrt steht. Dann stehen wir da echt ein bisschen länger, ne? Naja, so sehr gefahren, Gäste. Wir heißen Sie natürlich auch alle hier recht herzlich willkommen, so gut stehen sind im RE50 auf unserer heutigen Fahrt nach Dresden. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt dann Laubitz. Wie weit ist das denn bis dahin? 5 Kilometer schon. Okay. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. So, 120, das habe ich mir gerade noch gemerkt. So. Ich hoffe, sonst sollte alles bei alten. Ich hoffe, sollte alles bei alten. Ah, was ist hier los? Das sieht jetzt irgendwie belastend aus. Naja. So ist es. Da müssen wir mal eben ein bisschen langsamer werden, gell? Kann es auch nicht ändern. So, ist auch noch ein bisschen bis da vorne. Jetzt rollen wir ein bisschen. Aber das sieht erstmal nach Halt aus. Hatten sie jetzt, warte mal, der ICE? Nee, da kam uns ja entgegen. Ja, irgendwas wird wohl da schon vor sein, also wird ja so seinen Zweck haben. So, und jetzt aber wirklich dann in nächster Nähe. Gut, gucken wir mal. Die Bahn war uns aber geschlossen. Schauen wir mal, was da hier auf uns wartet.
Das hat sich jetzt auch nicht geändert hier. So. Ach, das sieht aber... Ja, immer noch gelb. Ich dachte schon irgendwie, wir haben jetzt da vorne Fahrt bekommen. Jetzt bin ich gerade mit dem Kopfhörer gegen das Mikro gekommen. Tut mir leid. Aber... Ach, die... Okay, das ist wieder das nächste Hauptsignal. Ja, okay. Nee. Das ist gar... Ah, ich durfte... Ah, das war doof. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Nein. Ich wollte doch nicht drücken. Ja, ja, das war jetzt, blöd. Ja, okay. Befreien... Ja, ich wusste, dass ich mich befreien darf. Ich wusste, dass da jetzt vorne gleich grün wird. Das war mir bewusst. Ups. Das war mein Fehler. Ich hätte mal nicht machen dürfen. So. Also wollen wir da noch ein bisschen Gött. Halten müssen wir nicht. Nee. Dies glaube ich jetzt aber nicht. So, 120 haben wir gehabt. Aber irgendwas vor uns jetzt hier, ne? Können wir damit rechnen, dass da vorne wahrscheinlich auch gleich wieder irgendwas lauert. 120, genau. So, jetzt müssen wir uns noch langsam in Anfahrt befinden. Okay, da ist dann das Hauptsignal am Ende. Kann man sich immer ganz gut daran orientieren, gell? Ja, nicht so früh bremsen, Josh. Ja, ich weiß. Wir haben ja, weiß nicht, zeitlich. Ja. Ja, nicht so. Jetzt müssen wir natürlich eigentlich darauf achten, was wir hier mit dem Hauptschalter und so machen müssen, ne? Und den Stromabnehmer war ja nicht was. Ja, genau. Aber dann bremsen es halt auch schon. Also, ohne es mit der elektrischen Bremse zu bremsen, ist es hart eigentlich, ne? Ich symbolisiere das jetzt mal, indem ich einfach nichts tue. So, jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen stärker dann reingehen. Ja, aber... Kurz vorm Haltepunkt ist das schon ein bisschen assi tatsächlich. So, was? ICE? Ich bin kein ICE. Machen wir nicht. Ah ja. So, und der Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts. Direkt vor dem Bü, halte hier. Ach ja. Tür offen? Ja. Gut. Schauen wir ganz kurz hier vor. Ja. Sieht auf jeden Fall gesichert aus. Und es ist 17 Uhr. Man kann sogar... Dein Ticket entwerten. Die sieht man aber auch überall gefühlt, diese Aufkleber, beziehungsweise die Schilder da. So. Wir dürfen. Falsche Seite. Ja. So, liebe Fahrgäste, wir wollen dich auch nochmal recht herzlich alle Zugestiegenen recht herzlich willkommen heißen. An Bord unseres RE50 wünsche ich einen angenehmen Fall. Unser nächster halt schon in wenigen Minuten. Nünchritz auf Plattform 1. Okay. Akzeptieren wir das mal. Weiß ich aber auch zumindest, dass ich das nicht wie Ansagensprecher dafür sein kann. Also, ich sag mal Respekt an die Leute, die dann auch die regionalen Aussprachen gut hinbekommen. Ist ja nicht überall so der Fall. Mitten irgendwo. Irgendwo einfach anhalten. Ein bisschen mehr rollen. Das ist wieder
Da wäre jetzt Streckenkenntnis natürlich der Shit. So, jetzt aber. Herrscher, du bist ja doch schon mal den Trains in World gefahren. Ja, deswegen kenne ich das natürlich auch alles, ne? Ihr fahrt ja auch immer irgendwo einmal und kennt dann sofort alles auswendig. Ja, ja. Ja, okay, das hat uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen Verspätung eingebracht. Oder wir waren eh zeitlich ganz gut dran. Eine der beiden Möglichkeiten. Der Ausstieg auf jeden Fall fahrt Richtung rechts. So, ja, komm mal ganz gemütlich hier, ne? Auch mal für die Fahrgäste hier. Das sieht aber, warte mal, mich interessiert es mit der Innenausstattung. Okay, ja, das ist vielleicht anderen. Aber nicht der, der so ganz knapp bestuhlt ist, oder? Das ist aber das Sitzmodell. Sieht aber relativ generös aus hier, wenn ich mir das mal angucke. Gut, das ist ein bisschen aus wie ein Lauch, der Kollege, aber wenn ich mich jetzt mal an die Tallinn 2 erinnere, die im Moseltal fahren, also da war das immer ein kritisches Thema mit der Beinfreiheit. So, wir müssen gleich los. Scheint es jetzt nicht der Fall zu sein. Gut. Oh, geht 10 Kilometer. So, liebe Fahrgäste, herzlich willkommen. Ach komm, die kriegst nicht jedes Mal eine Hallo und herzlich willkommen Ansage. Hier muss auch mal gut sein hier, ne? So viel Service am Fahrgast. Schmutz. Gibt's hier nicht. 120? Warum eigentlich? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Sieht ja relativ gut ausgebaut aus. Also wie ich davor, wo wir 200 gefahren sind. Gut, Bahnübergänge haben wir, das ist korrekt. Das heißt, es ist doch schon mal ein Thema. Aber 120, so Gleisradius, nicht vorhanden. Hm. Muss man da was anderes irgendwie festmachen können. Ja, gibt natürlich noch bestimmt andere, also sehr viele andere betriebliche Bedingungen, die halt erfüllt sein müssen. Dass man hier schneller fahren darf, ist scheinbar nicht gegeben. So, ein bisschen rollen hier. So, so, so. Ist er Abstell oder ist er Überholgleise? So ein bisschen beides, ne? Rechts sieht auch aber sehr... Ja, okay. Das war vielleicht mal in Betrieb, die Anlage. Blinkt das da vorne oder ist das wieder nur so eine optische Täuschung? Ne, ich glaube, das blinkt wirklich. Okay, was erwartet uns? 100... Okay, 120. Na gut. Ich wäre zwar eh nicht schneller gefahren, danke Spiel, aber weiß ich zumindest, dass wir 120 fahren müssen. Das ist schon mal eine angenehme Sache, dass ich darüber Bescheid weiß und unterrichtet wurde, um vielleicht auch unter Umständen nichts falsch zu machen. Kommt vielleicht trotzdem vor, ne? Kann jetzt auch nicht. Kann jetzt auch nichts dran ändern. So, 120. Ist das dann hier dann der Abzweig? Wegen... Ja, war 120 für... Ja, irgendwie sowas in der Art. Ne? Dann zweigen wir doch jetzt hier. Genau, da zweigt sich dann einmal die Strecke auf. Mhm. Fernverkehr ist auch nicht wirklich weniger kurvig. Aber zumindest hat man eine alternative Strecke. Aber noch ein bisschen Strecke. Okay, gut, das wollte ich wissen. Ah, nee, Priesterwitz, nicht Prestewitz. Ach, da habe ich auch schon mal... Ich komme da auch durcheinander. Ja, ja, man wird ja auch nicht jünger, Josch. Nee, da weiß man immer noch nicht mehr so genau. Wie heißt denn dieses Spiel hier überhaupt noch? Fragen über Fragen hier.
120 ist hier trotzdem. Naja, gut. Okay. Also nicht so mit so fix von A nach B. Ja, schon, die Realität ist da gar nicht 120. Ja, okay. Ist das eine Tatsache, die ich jetzt ja nicht wirklich nachprüfen kann? Außer über sowas wie, keine Ahnung, Mehrheitsentscheid in den Kommentaren im Zweifel. Wobei, ich sag mal, bei dem Timestamp ist auch nicht mehr so wirklich viele Leute zugucken, denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, bei so und so vielen Minuten, aber ist mir aufgefallen, ja, die Mitte wird ja rausgeschnitten. Also, der Teil mit dem Szenariowechsel. So, was haben wir vorne? Okay. Gut, gut. Dürfen wir halt irgendwie nicht verplanen, aber ich glaube, wir wollen gerade sagen, werden noch eh wieder langsamer geleitet. Dann brauchst du es doch ganz gut. So, wie viel sind es heute? 110. Ja, jetzt sieht man schon langsamer aus. Okay, 60. So, sehr gefragt, wir reichen kürzer Priestwitz auf. Gleis 1, der Ausstieg fährt Richtung rechts. Mutmaßlich. Sagt man doch so, wenn man sich nie sicher ist, ne? Ist doch irgendwie so dieser Polizeigerichtsslang. Mutmaßlich. Das ist auch mutmaßlich, keine Ahnung. Da kann man es alles behaupten. Da darf man wahrscheinlich trotzdem nicht im Zweifel so üble Nachrede oder sowas. Josh ist ein guter YouTuber, mutmaßlich. Darf man die sagen, ist leider inkorrekt. Und kein guter Bahnfahrer, wie man sieht. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die Reise hinführt. Ah, der Ausstieg tatsächlich in Fahrtrichtung. Ah, okay, beides mal außen. Gut. Jetzt haben die verstanden. So, das ist ja relativ lang noch mit Zäunen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich trotzdem wieder ganz durchfahren. Da habe ich irgendwie gehofft, wir könnten das ein bisschen weiter hinten halten. Nee, der bringt uns nichts wegen den Zäunen hier. So. Da wird es kein extra Haar haben. Bahnsteigende. So. Und auf damit. So, auf Gleis 1. Ihre nächsten Anschlüsse. Wobei, ob die so viele Anschlüsse haben, ist wieder die andere Frage. Okay, hier ein bisschen Strecke angucken. Ich müsste doch jetzt von hier auch immer mal auf die andere Strecke kommen. Ich habe aber Angst, dass wir irgendwie... Ah ne, Tatsache. Hier ist dann der andere Streckenteil. Okay. Dass wir so weit wegkommen, dass das Spiel dann so sagt, nee, mach mal nicht jetzt. Ach, wir haben ja vor vier Aufenthalt hier. 11. Mal ein bisschen Fahrgast spielen. Ah. Auch wenn der Fahrersitz im Zweifel wahrscheinlich bequemer ist als das hier. Ja, da keine Koffer abstellen. Man kennt's. Ja, und nicht 11.00. Wenn wir Ankunft ja 11.00 haben, dann ist Abfahrt 11.35 Uhr. Sind hier raus, gucken die schöne Landschaft. Ah, jetzt in Stoppschildoptik. Okay, gut. Jetzt können wir aber mal hier, ne? Ne, 35, ja. Ich warte noch einen Moment. Wann haben wir denn so? Sind denn noch so die Uhrzeiten? Okay, gut. So, mit 60 schneller dürfen wir hier nicht. So. Oh,
Okay, soweit so gut. Das passt alles soweit. Schnieke, schnieke. Warte mal, ab Mai? Wo ist das denn dann? Ah, kurz. Ja, Dresden-Neustadt. Ja, okay, ab hier, glaube ich, ist dann doch der Teil, wo die andere Strecke dazukommt, die S1 nach Meißen. Wie weit ist das hier eigentlich drin mit dem Streckenast? Ja, guck mal, da genau, Meißen. Irgendwo. Hier fahren wir. Oh, wir kriegen gleich Besuch. Nee, das. Oh, nee, okay, das ist hier tatsächlich nicht mit drin. Das ist nur eine Transit-World-Strecke enthalten. So, wir dürfen uns aber schneller. Auch wenn ich jetzt 120 ehrlich gesagt ein bisschen schwach finde für die Strecke. Da könnte man mehr rausholen. Vor allem, weil wir es ja erst so in 10 Kilometern wieder halten. Würde sich ja schon auch anbieten, ein bisschen zügiger zu fahren. Ach nee, 120. Ich war auch noch verwöhnt vom letzten Streckenteil, wo 160 waren. Weil es hier wahrscheinlich vom Kurvenradius auch schon irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt. Ich bin hier auf unseren Gegenverkehr da gespannt. Da soll ja scheinbar nachher voll die Party abgehen da. Gibt es auch noch Regionalbahnen auf dem Abschnitt oder sowas? Also müsste gut was los sein nachher. Aber hier scheinbar noch nicht. Ich kann überlegen, ob es noch irgendeine andere Strecke gibt, wo ich mir denke, boah, die wird sich jetzt gut in Transim World machen. Also für den, die es jetzt hier im Train Simulator gibt. Was gerade zu überlegen bin, das ist auch jetzt, glaube ich, die erste, zumindest deutsche Strecke, dafür kann ich jetzt nur sprechen, die es jetzt in beiden Simulatoren gibt. Also bisher, glaube ich, hat sich da noch nicht wirklich viel... Vielleicht mal so ein Teil überstritten? Ich weiß es echt nicht. Gibt es doch irgendwas, was cool wäre, dass man noch... Kann ich echt nicht sagen, geh. So, hi, guten Tag. Ich wollte echt da gucken. Ein paar Kilometer hier. Ist ja genau das Thema hier. Schön geradeaus. Ist vielleicht aber auch gut, ist nicht nur vielleicht stromsparend, ist tatsächlich stromsparend. Dass wir da nicht so schnell fahren, das ist absolut korrekt. So. Der Bahnübergang. Genau, ich habe auch tatsächlich im Vorhinein schon ein bisschen überlegt, ob wir denn das Rollmaterial mal austauschen, weil ich ja bisher echt nicht so gerne mit dem Talent 2 hier unterwegs bin, aber es scheint ja echt schön und gut zu funktionieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich so stattdessen einsetzen wollen würde. Wahrscheinlich halt irgendwie einen Doppelstockwagenpark. Aber ansonsten bietet sich halt nicht viel an. Du brauchst was, das 160 fährt und dann was, was man so irgendwie kuppeln kann, dass es genau an die Bahnsteige passt. 2x425 wäre ja auch zu lang. Gut, dann... Ne, wir haben ja LZB da tatsächlich. Das heißt, wir könnten da sogar 160 fahren. Wäre irgendwie ganz cool. Aber ist halt nicht realistisch, ne? Und das muss ich sagen, ist tatsächlich irgendwie doch ganz cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. War ich jetzt nicht so drauf gefasst. So. Ist immer noch ein bisschen. Niederau, Plattform 1. Okay. Hauptsignal ist ein Kilometer vor der... Okay. Dann orientiere ich mich wieder da dran. Ich warte schon auf meine erste Zwangsbremsung heute, ne? Ich will es jetzt nicht jinxen, aber es wird im Zweifel wahrscheinlich irgendwie passieren. Ist aber schon schmuggelig hier, ne? Man ist halt relativ frei jetzt da mit der Bahnstrecke. Nicht viel mit
Bahndamm, also nicht viel mit Lärmschutz oder so, aber ja. Wird schon passen. So, Sägefahrgäste ist und die ist halt Niederau. Ja, ist so. Ist jetzt auch erstmal so ein Fakt, den wir einfach mal so in den Raum stellen. Weitere Informationen erhalten Sie natürlich von dem Durchsagen am Bahnsteig, aber wir haben eigentlich da wahrscheinlich gar keine, weil so viele Umsteigemöglichkeiten. Möchte ich mal bezweifeln. Sah jetzt zumindest auf der Karte nicht so aus. So, und der Ausstieg. Da befindet sich in Fahrtrichtung links. Oder wie, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, in den ehemaligen Abellio Talent 2. Sie in Baden-Württemberg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, weißt du, hat sich etabliert, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nee, wir machen da so einen komischen, verkomplizierten Satz. Bist du... Ja. Nee, 110. Das geht so nicht. Nee, da geht's so wirklich nicht. Doch theoretisch schon. Was halten wir auf dem bunten Teil des Bahnsteigs? Das ist bestimmt richtig so. Warum ist der hintere Teil nicht bunt? Hat das irgendeinen betrieblichen Hintergrund? Wahrscheinlich nicht, nee. Da, fuck. Ach nee, auf dem Sandstein will ich nicht aussteigen. Hier ist aber auch schon ein Einstieg möglich, ne? Ist ja nicht so irgendwie... Ab hier halt, ne? Der ist trotzdem noch geschlossen. Oder hätte man weiter vor müssen, damit der... öffnet? Oder haben wir jetzt Gegenverkehr? Ah ja. Boah, du kommst halt nicht zum... Warte mal. Ist hier aus... Boah. Ausschließlich mit Ampel... Da hält sich doch kein Schwein dran, also sorry. Ohne dass du da jetzt wirklich zumachst, physikalisch, hält sich doch kein Mensch da dran, dass da... Hätte ich jetzt gesagt, also... Nicht, dass ich das unterstützen wollen würde, aber... Uiuiui. Das ist mutig hier, ne? Geht jetzt hoch? Ja, okay. Deswegen wahrscheinlich müssen wir davor müssen. Aber krass. Also von der anderen Seite ist auf jeden Fall zu. Ist halt natürlich ärgerlich, wenn du dann auf dem Bahnsteig musst. Aber dass du trotzdem einfach, das finde ich jetzt wild. Also, dass man da trotzdem einfach theoretisch rüber kann. Weil ich sag mal, Fußgänger sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sich sonderlich gerne an sowas halten. Und im Zugverkehr ist es halt wirklich gefährlich. So, wir erreichen dann in Kürze auch schon Windböhler Haltepunkt. Ja, wir sind ein RE. Wir halten auch in Windböhler. Ja, mach mal nicht. So, das ist kein Bahnsteig da vorne. Das sieht ein bisschen Industrie aus, ne? Und der Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts. Ist das wieder so eine ganz knappe Kiste? Ja. Das ist eine ganz knappe Kiste. Okay. Gut. Zumindest hat man sich da nicht die Mühe gemacht, einen Teil der Bahnsteige dann länger zu bauen, sondern die sind einfach alle so kurz. Zumindest bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. So einfach ein großer Parkplatz hier, ne? Wir haben es positiv sagen, Park and Ride. Irgendwie sieht es trotzdem aus wie, weiß ich nicht, Montabaur oder so, ICE-Bahnhof. Ach ja.
Boah, da bist du schon gut unterwegs. Gut, natürlich ist aber für ein RI jetzt auch nicht sonderlich lang. Das, was wir heute insgesamt fahren, aber für jetzt eine RE-Fahrt im Train-Simulator ist das schon ein bisschen was. So, noch ein Lehrstuhl, auch hier alle zugestiegenen Fahrgäste. Nochmal recht herzlich willkommen im RE50 nach Dresden. Und wir möchten Sie recht herzlich willkommen heißen im Namen von DB Regio. Unser nächster Halt dann Coswig auf Gleis 3. Ja, das spricht man anders aus. Ja, meine Güte. So, die 120 gönne ich mir trotzdem aber nochmal, obwohl dann nachher irgendwann 100 war. Kann sagen, habe ich nicht mal die Ankündigung bekommen. Ich weiß es offiziell noch gar nicht. Gut, laut Buferplaner weiß ich das. Da kann man es auch nochmal ausnutzen hier. So, mal gucken, ob da gleich ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt kommt. Ich habe da schon mal mit 110 dürfen dann safe sein, oder? So. Ich achte mal drauf. Nicht dann noch aus. Sehr gut, das ist auch noch ein bisschen hin wahrscheinlich. Ist ja kilometrischer Platz. Ja, dürfte der 500 Hertz für das Hauptsignal sein. Ne, sieht so aus, als ob wir das dann auch gefahrlos überlebt im Zweifel. Gut, jetzt bin ich nämlich mal gespannt, weil den Streckenabschnitt da, den kenne ich eigentlich ganz gut aus Train Sim World 2 dann ab hier. Ach genau, hier ist der Abzweig. Tatsache. Weil die S-Bahn-Fighter sind die echt gerne. Deswegen so die paar Meter schon hier noch. So, das heißt, hier haben die Leute auch noch tatsächlich eine Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. Wahrscheinlich, A, wenn man jetzt ab hier an jedem Halt aussteigen möchte, ist S-Bahn umsteigen wahrscheinlich eine gute Sache. Oder wenn man halt nach Meißen möchte. So, was bist du hier eigentlich? Aha, Italien 2. Ich sehe da nicht so viel. Ich habe was von R drauf. Ja gut, fahren wir wahrscheinlich halt hin, aber weil das jetzt, wenn man die Geschwindigkeit aussagt, warum der dann blinkt, das ist ja diese komische Signale, die ich wieder nicht verstehe, ne? Ja, das sind bla 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 blub Signale und die sind gar nicht mal so selten in Deutschland. Ja. Das ist schön. Wir werden trotzdem keine Freunde. So, guck mal hier, der Doppelschub. So, ein Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts. Ach ja, genau. Und da links dann die S-Bahn. Okay, wir dürfen noch ein bisschen durch hier. Aber nicht ganz. Reicht auch so. Also doch ganz. Coswig bei Dresden. Okay, zack. Haben wir hier ein bisschen Aufenthalt oder? Ja, 25 ist jetzt auch schon. Okay, das heißt dann aber, genau, okay, das heißt, bis nach Meißen kommt man hier nicht. Schade. Wir haben einen IC übersehen. Aber wir sind jetzt auch nicht spät dran. Es hat Absicht, dass man ein paar Züge einfach gar nicht sieht. Also ich hatte gar keine Chance, den überhaupt zu sehen. Ja. So, von mal schauen. Auch guck mal, halt Ausfahrt. Ciao. Sollen wir auch. Haben wir so scheinbar ein bisschen eilig. So, Dresden. Ah, Neustadt. Okay, das heißt, es muss zum Bahnhof fahren. Was du. Ah. Ach, deswegen hat das vorher so geblinkt. Ich dachte schon, das ist gelb. Also nur gelb. Gelb war auch dabei, aber. Hab jetzt gedacht, das wäre irgendwie vorsignaltechnisch was wir da gleich langsam fahren müssen. So, wir müssen jetzt natürlich auf ein anderes Gleis als die S-Bahn, weil die hält hier ein paar Mal. So, ganz viel
gelb, das ist eher schlecht. Aber nee, für uns geht's darüber. Okay, da passt. Gut, gut. So, hab da dann 130 und einmal an der S-Bahn vorbeiheizen. Habe ich, glaube ich, jetzt, wie gesagt, auf der korrespondierenden Trains in World-Strecke auch noch nicht gemacht. Mal so, einfach mal durchheizen hier die ganzen Halte. Weil da muss ich sagen, fand ich diesen Rush-Hour-Fahrplan-Modus halt eine coole Bereicherung. Also Fahrplanmodus gibt es ja so schon immer, aber dann, ich sag mal, mit mehr Zügen und sowas zur Rush-Hour, weil du da, obwohl du die gleiche Uhrzeit auswählst, wenn du mal hier ein bisschen Verspätung hast, auch gleich mal richtig schön nach hinten gestellt wirst vom Fahrdienstleiter und dann ein paar Züge vorgezogen werden. Also es ist mal ein bisschen mehr Action dann drin, wenn man, also kommt echt von Situation zu Situation drauf an und das finde ich halt irgendwie das Coole dann da. Also so finde ich den Fahrplanmodus deswegen auch irgendwie ganz spannend. Genauso übrigens auch tatsächlich das erste Mal, dass ich das schnelle Spiel, was ja so halbwegs vergleichbar ist, dass ich das cool fand, ist tatsächlich im Köblitzer Bergland, Dingens Nachfolger davon, Brennitzer Linienstern. Da muss ich sagen, bin ich auch ein echt großer Fan davon. Also das Einzige, was man sich halt immer denken muss, ist dann an den jeweiligen unterwegs halten zu stoppen, aber ansonsten hat man da ja vor allem auch mit den Ansagen zwischendrin halt echt eine coole Sache. Die haben wir hier auch nicht mit dabei. Was habe ich da vergessen? Ich habe das echt nicht gesehen. Irgendwas habe ich nicht gesehen. Ich sehe es wahrscheinlich im Video wieder im Zweifel. Ja, was habe ich vergessen? Ach, hey, hey, hey. Ich habe es echt nicht gesehen. War da Vorsignal, Geschwindigkeit? Oh, nee. War es nicht. Also vom Bremsweg her ist aber passend, ist egal. So. So. Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so schnell wieder los, weil wir natürlich nicht wissen, was da jetzt ist. Oder war da rot und wir haben jetzt... So, hi Kollege. Nee, sieht aber... Irgendwann werde ich wohl versemmelt haben, ne? Der Klassiker. Oder da lag einfach ein scharfer PCB-Magnet, der nicht hätte liegen sollen. Wir wissen es wohl nicht genau. Ah, da stand aber PCB-Zwangsbremsung. Kann das... Kann das sein, dass sie auch einfach die SIFA damit gemeint haben können? Das hieß das erste Mal, wegen der SIFA beömmelt wurde. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass ich die übersehen habe. Gut, das haben wir ein bisschen Verspätung drin, da tut mir leid. Frage ist ein bisschen durchgeschüttelt. Aber so ist es. Ach, das habe ich jetzt echt nicht. Das habe ich jetzt echt nie verplant. Naja. Gut, aber mal in der City hier gesehen. Dem wären wir wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne erst begegnet sonst. Dem wären wir ein bisschen entgegengefahren. Aber hier einfach mit 160 Langbrettern, du, das macht schon fahrplantechnisch wahrscheinlich, also macht mal gut Strecke, verglichen mit der S-Bahn jetzt. Das hat aber auch genauso gedacht, ne? Also als RE hältst du dann halt in Anführungsstrichen auf dem Land draußen dann halt immer mal an und dafür hat man dann halt echt hier, da war nichts, ne? Schon ein paar neue hier, das ist ja auch nicht normal. Dafür fährt man dann halt im Stadtbereich durch und hier ist halt echt noch gut ausgebaut. Also hier orientiert sich es halt auch wirklich von der Fahrzeit her ordentlich, dass man da einfach nur durchrauscht. So, liebe Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann auch Dresden Neustadt.
Dort haben sie Anschluss an bestimmt ganz viele tolle, fantastische Züge, die bestimmt zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn gehören. Fernverkehr weiß ich jetzt nicht. Vielleicht. Oh. Nee, hä? Nur mit einem N. Na ja, gut, richtig, aber. Gut, da weiß ich jetzt nicht, wo wir hin. Ist ja nicht für mich gelb. Ja, ich krieg schon. Ich muss da ein bisschen. Ich muss ein bisschen mehr gucken. Ist aber jetzt auch die lange Fahrt gewesen, ne? So. Denkt aber, da steht irgendwas. Oh, ich muss irgendwie. Ne, passt auch. So, passt auch immer noch. Ich gucke jetzt ganz konzentriert, der mir an den Rand, ne? So, am Ende wird man auch tatsächlich so ein kleines bisschen unkonzentriert. Darf man natürlich nicht sein. Und als echter Triebfahrzeugführer ist man natürlich ein bisschen länger unterwegs als ich jetzt hier. Aber ich meine, ich habe auch schon mal die Omsi 10-Stunden-Schicht gemacht. So ist es ja nicht. Geht halt schon auch. Ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen spät. Ist heute ein bisschen spät geworden. Ja, aber ich wollte jetzt noch. Achso, jetzt habe ich ja jeden Tag. Nicht unbedingt, dass ich, was ich wollte. Ich habe jetzt die Woche irgendwie jeden Tag ein Video gehabt. Kommen auch wieder andere Zeiten, keine Angst, da kommen weniger Videos. Für mich ist das auch gerade ein bisschen viel, aber es kommt auch gerade einfach wieder viel Stuff. Also immer noch viel Stuff. Ja. Kontinuierlich Zeug. Was es Neues gibt und ich meine halt immer noch. Doch vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn man sich da jetzt irgendwas aus den Fingern saugen muss an Content. So, jetzt auch wirklich gleich Dresden-Neustadt, ne? Genau, da links nochmal in der Kurve der Halt für die S-Bahn. Finde ich aber 80 auch schon gewagt an der Grenze, ne? Angst, dass das Spiel trotzdem sagt, wir entgleisen. Ich mache mal lieber 70. Ich vertraue dem mal nicht so ganz. Vor allem, ich sag mal, wahrscheinlich, weil die Schienenentgleisungs-Engine jetzt auch nicht drauf Acht gibt, was da jetzt wirklich als. Also eher auf das Acht gibt, was man ja tatsächlich fährt. In Bezug auf zum Beispiel Gleisradius und nicht irgendwie schaut, oh, da ist eine VMAX von 80 oder so. Also ich glaube, das wird schon irgendwie dynamisch so ein bisschen berechnet worden sein. So, und der Ausstieg in Dresden-Neustadt und Fahrt Richtung rechts. Achtung, die Dame. So, irgendwo hier im Abschnitt B. Also irgendwo halt irgendwie zwischen den beiden Treppen, ne? Das ist immer so der Klassiker. Im... Ah, da links steht doch ein H. Links, links. Zählen das dann für beide? Da ist ja kein Richtungspfeil drauf, ne? Aber 160 Meter sieht doch genau nach uns aus. Super. Als hätte ich es geplant. Oh, man könnte einfach einen dritten Wagen anhängen. Oh, wahrscheinlich kriegt es eine Türsteuerung, klappt das nicht. Der dann einfach nur in den 3, 4 Bahnhöfen hält, wo tatsächlich dann die Zuglänge auch Platz hat. Ja, nee, ich glaube, das klappt aber so technisch wahrscheinlich nicht. Müsste halt wahrscheinlich echt eigentlich dann über den ganzen Zug verteilt dann irgendwie die Türfreigabe und sowas kommen. Ach, Dresden, Mitte, okay, gut. Dachte schon, wir sind dann gleich da irgendwie Dresden-Mitte vielleicht. So, sehr Fahrgäste. In Kürze reichen wir noch gleich schon Dresden-Mitte. Verabschieden uns von allen Fahrgästen, die außen umsteigen. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. So. Hi. Ach, ja, die drei Teile sind schon knuffig. Wobei die Babys, ja, Babyhamster, die zwei Teile natürlich auch nochmal einen Ticken knuffiger sind. Schon absolut korrekt. Das ist auch immer eine schöne Sicht, die halt in Chainsaw World 2 ein bisschen imposanter da rauskommt. So, aber da vorne, also gebäudetechnisch, das ist ja trotzdem
Das ist ja trotzdem nicht selber. Das ist aber ein bisschen überhöht, glaube ich auch, aber so hart an der Schmerzgrenze. So, und der Ausstieg in Dresden mit den Fahrtrichtungen links. Och, hä, wo kommt der denn jetzt her? Warte mal. Fährst du parallel? Das irritiert mich gerade. Oder kam der von... Ich muss mal... Fährst nur hin. Fährst doch schon mal in die Richtung. Sonderfahrt, Special. Na, was machst du Specialiges da? Weißt du ja auch nichts. So vor dem Bahnsteig anhalten? Mein Beileid. Das ist ein Railfan-Modus-Dingens da irgendwo hier, ne? Naja, gut, ich kümmere mich jetzt auch gar nicht um den Kollegen. Ich habe da mein eigenes Gleis. Da. Gut, dann wollen wir auch mal der zugestiegenen Fahrgäste nochmal herzlich willkommen an SMR50 nach Dresden Hauptbahnhof. Wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja. So ist es. Unser nächster halt dann auch schon in wenigen Minuten Dresden Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an eine ganze Menge an Zügen. Bestimmt. Der tankt nicht über meinem Kopf. Der tankt ein bisschen weiter drüben. Okay. Nur so fürs Protokoll. Alter, blinkt's auch überall hier. Blinky, Blinky da. Du bist nur der Wiederholer. Bist du? Auch? Okay. Nochmal verkürzter Signalabstand. Du auch. Aber mit 40 mit einer... Ah, nee, du bist das Hauptsignal mit der... Okay. Map. Falsch gedeutet, Josh. Ja, wahrscheinlich, falls man hier halt noch keine Einfahrt hat. Damit man sich dann so ein kleines bisschen langsam vorschleichen kann. So. Dann haben wir natürlich Halt erwarten. Wie zu erwarten war. So, hi Kollege. Aber wahrscheinlich denke ich mal... nicht an den S-Bahn-Gleisen halten. Hat er genommen? Hat er genommen. Sondern halt im Kopfbahnhofsteil. Ja, machen wir ganz gemütlich langsame Anfahrt hier. So, wenn wir hier noch oben sind, hier geht's ab nach unten. Bin ich jetzt, glaube ich, so auch noch nicht gefahren. Ah, nee. Ergibt nicht so die coole. Wobei, doch, hat schon was. Ach, die Graffitis da in der Einfahrt da oben. So, was steht denn da? Die Lok im Weg. Das ist auch nicht so... auch nicht so der praktische Punkt zum... Ah, nee, okay, ist wirklich Abstellgleis. Gut, da habe ich nichts gesagt. So, der Ausstieg hier in Dresden in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich für die Reise mit DB Regio. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Und so. Der hätte aber auch nur so gleich dann so Kass bremsen können. Bleibt denn meine 5-Hertz-Beeinflussung oder muss ich da selbstständig... selbstständig bremsen. Okay. Kriegen wir, glaube ich, hin. Da steht auch ganz schön weit hinten, der Kollege, ne? Ist das normal, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwas bekommen habe? Also Brennnesselinstellen habe ich sogar irgendwie die 30 am Anfang vom Bahnsteig irgendwie.
haben müssen. So, ist doch genug nah dran, hoffe ich. So. Türchen auf und haben wir es geschafft. Schick, schick. Können wir den Bahnhof mal ganz kurz angucken. Aber da steht ein bisschen was und trotzdem geht das einigermaßen klar. Doppelstock, dann da oben für die S-Bahn. Durchfahrt halt eben, ne? Auf der anderen Seite auch. Ach, ICE hat auch Durchfahrt. Ja, klar. Gut, ergibt Sinn. Außer die, die hier enden. 4L war hier. Um ICET. Na, ah, wunderbar. Gute Arbeit, Lokführer, bis Ende Ihrer Schicht erreicht. Zeit für eine wohlverdiente Pause und das auch für euch. Deswegen sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.